Hallo und herzlich willkommen zurück zu Batman Arkham Asylum. Ich wollte jetzt schon Batman Arkham City sagen, aber so weit sind wir ja noch gar nicht. Noch nicht. Ja, also wie man da schon raushören kann, wir wollen auch Arkham City Let's Playen. Wahrscheinlich dann auch immer noch im Duo. Und ja, was heißt wahrscheinlich? Also ich würde mich freuen, ob Marc dabei sein wird. Ja, sicher. Kann er nur selbst entscheiden. Nein, du schlägst mich doch immer, damit ich sowas mache. Ja, Sonst sicher. wäre ich gar nicht hier. Antippen. Oh, hey, da stand jetzt gerade X, X. ja. Aber es war Okay, das habt ihr Computer. jetzt. Das habt ihr Das war jetzt. Tastatur. Oh Gott. Ja. Okay, wir verfolgen jetzt die Alkoholspur, die der Frank Bowles Frankie! hinterlassen hat. Der hat in der letzten Folge unseren geliebten Commissioner Gordon entführt. Er hat uns verraten. Ja, nicht nur uns. Okay, ach, da geht's lang. Ich meine, das mit uns, die Arkham Achso. City-Bewohner, weißt du? Ah ja, okay. Okay, ja. Whisky hat der getrunken. Bourbon. Bourbon. Ja, also ich selber kann Whisky überhaupt nicht vertragen. Absolutes No-Go für mich. Vor der OP schon auch nicht. Vor der OP auch schon nicht. Schon auch nicht. Ich bin so gut in Deutsch. Ja, ist auch scheißegal. Da Ich ist es weiß nicht. scheißegal wieder. Ich vertrage irgendwie nur Bier nicht. Echt? Ja. Von Bier werde ich richtig schnell besoffen. Und Wodka Pfirsich auch nicht. Keine Ahnung warum. Wodka Pfirsich habe ich nie getrunken. Ja, wir haben nichts mehr zu mischen da, weil Wodka Pfirsich draus gemacht hat. Weil keiner Wodka pur trinken wollte. Komm, ja, komm, sei mal leiser. Was hat er denn gesagt? Kommt schon, was dauert das so lange? Ich hoffe, er hat jetzt nicht uns gemeint. Bestimmt, ich würde sagen, eine verprügeln wir. Gut. Dann gehen wir mal hier durch. Wo der unfreundliche Typ schon auf uns wartet. Sei still. Was ist los? Mr. J will nicht, dass du uns schon verfolgst. Bombe! Oh, ich hab sogar recht. War so fake. Okay, das war knapp. Sie müsste jetzt im Kontraprodukt dazu voll an der Decke klatschen. Eigentlich schon, Was ja. ist passiert? Alles klar. Aber sie weiß schon, dass wir eine Bad Claw haben, ne? Ja, ich glaube Gordon nicht. wurde mit dem Fahrstuhl an die Oberfläche gebracht. Wenn ich Ihnen folgen will, muss ich es auf die altmodische Weise tun. Auf die altmodische Weise ist das also. Nein, Ja. das wären Treppen. Eigentlich schon. Ich glaube aber, er meint altmodisch eher was anderes. Ja, mein Springen. Also Ja. Backdoor nutzen. Ne, Backdoor haben wir ja noch nicht. Ja, ich meine, das ist mal die Bad Claw, das Ranziehen. Das heißt ja nicht Nee. Enterhaken. Wir können eine Bad Claw nur nicht als Waffe einsetzen momentan. Muss man das freischalten. Ja. Ja. Also ich weiß das nicht. Aber irgendwie müssen wir auf jeden Fall schon mal hier hoch. Also wie so irgendwie. Ja, auf jeden Fall schon mal irgendwie, weißt du Lol, so. er meinte doch die harmonische Rad. Die Treppe. Okay. Und was geht hier rauf? Deswegen dachte ich mir, gehen wir erstmal einmal hier rum. Hier ist aber auch kein Riddler-Geheimnis. Ich hoffe, ich täusche mich da jetzt nicht. Weil da ist nämlich auch was. Soll ich mal da einfach mal kurz runtergehen? Oh. Da ist nichts. Okay. Das hast du vollgebracht, ne? Hä? Geh in deine Ecke, Marco. Ganz toll. Das ist das Batmans kleine Ecke. Ah, hier konnte man auch noch lang. Schön Spinnenweben. Ja. Ah, das sieht doch wie ein Riddler aus. Das, hier muss es doch irgendwas geben. Machen wir Detective Modus aus. Das ist meine vielleicht mehr. Ich glaube, das ist einfach nur so ein Geheimversteck, so ein Gadget, weißt Was? Gimmick. du? Hm? Nettes Gimmick. Ja. Alles klar, gut. Gehen Weil wir wir. laufen durch die Spinnenweben, jetzt dreh dich mal um, die sind immer noch da.
Wir machen da neue hin. Wir sind nicht Spider-Man. Hallo? RB habe ich gedrückt. Wie findest du eigentlich Spider-Man so? Gibt's ja auch jetzt hier als Game schon den zweiten Teil, meine ich. Stimmt, ja, habe ich noch gar nicht gesehen, wenn ich ehrlich bin. So, was mir an Spider-Man gefällt, ist eben halt, dass er sehr viele Eigenschaften von einer Spinne hat. Und ich finde, sie versuchen es ja immer noch ein bisschen logisch zu erklären. Ich meine, das würde gehen. Bitte? Das würde wirklich gehen. Ja, deswegen ja. Also, ich glaube nicht, dass es irgendwann mal sowas geben wird, aber ich mag das, wenn so Helden, Superhelden, ihre Kräfte normalerweise nicht irgendwie durch irgendwas bekommen wie du bist geboren. Ja. Superman. Ja, richtig. Sowas eben halt. Und hast auf einmal so. Superman bin ich nicht mehr jetzt ganz auf der Spur. Weiß ich gar nicht, was der alles kann hat. Der kann irgendwie alles, ne? Der hat einen Röntgenblick, einen Hitzestrahl. Also Frank hat ja gerade mal unsere ganzen Wachen, also ein paar Wachen ausgeschaltet, eiskalt. Hart. Ja, wir waren ja gerade bei so einem Superman-Ding und der kann ja alles, das Einzige, was ihn verletzt, ist ja Kryptonit. Ja, genau. Beziehungsweise er wird ja zur Aufgabe auch noch gezwungen, wenn da irgendwie jemand... Ja, seine Freundin mal wieder, die er flachgelegt hat. Ja, also von Superman bin ich echt nicht der Fan. Spider-Man ist dann schon eher mein Fall, aber Fan von Batman bin ich auf jeden Fall. Oh, Batman, Spider-Man ist geil. Obwohl, mir gefällt der Green Hornet. Auch noch. Wo müssen wir denn jetzt lang hier? Irgendwo nach oben. Mach mal den Modus aus und sieht man vielleicht da. Ne, da nicht. Darauf klettern? Da oben. Da oben war es doch. Aha. Aber der Green Hornet hat ja auch keine Superkräfte. Der Green Hornet habe ich nicht gesehen. Ich weiß nicht, die Comics kennt nicht, aber ich habe den Film gesehen, da ist dieser Japse da, dieser Chinese. Der kann irgendwie alles in Zeitlupe sehen. Okay. Aber ich weiß nicht, ob das im Film so dargestellt ist, also ob das eine Superkraft darstellen soll oder ob es einfach im Film so als Kampftechniker dargestellt wird. Okay. Ist auf jeden Fall ein Tier. So ein bisschen Jackie Chan. Ah, scannen. Ah, so Spinnen kann man scannen. Was hat uns das jetzt gebracht? Hast du schon gescannt? Du musst halten. Hab ich. Jetzt. Achso. Geist von Arkham. Okay, das sagt mir gar nichts. Ich bin der Geist von Amadeus Arkham. Durch meine Handlungen habe ich diese verfluchte Stadt gerettet. Aber mein Fluch ist es, für immer verborgen zu bleiben. Meine Geschichte ist in die Seele Arkhams geschnitzt. Und wird nur denen enthüllt, die begierig genug sind, sie zu entdecken. What the fuck? Okay. Die Stimme kenne ich aber irgendwo ja von dem Sprecher. Die kommt mir auch bekannt vor. Der Geist von Arkham. Hier die Story mal dazu. Amadeus. Und die Eigenschaften. Das ist ein Geist. Was sind da Eigenschaften von einem Geist? Man sieht ihn nicht. Amadeus Arkham. Ich glaube, das ist das dann der Gründer gewesen von Arkham City?
Würde Sinn machen, ne? Wird auf jeden Fall Sinn machen, ja. Also wir haben 1 von 15 jetzt gefunden. Ob wir die alle finden werden, das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Lust. Wirklich danach suchen, habe ich jetzt ehrlich gesagt keine Lust. Ich auch nicht. Wäre cool, wenn wir alle finden würden. Also wenn wir die sehen, werden wir sie auf jeden Fall mitnehmen, denke ich mal. Ja. Dieser Wächter hat ihm das Leben immer schwer gemacht. Nicht mehr. Schade, Mann. Ja, geschieht ihm recht. Machst du wirklich, was du gesagt hast? Ja, hier rauskommen, seine Familie finden und sie alle fertig machen. Das ist kaltblütig, Mann. Das gefällt mir. Das ist leicht. Alles klar. Bei Arkham City konnte man doch welche über den Abgrund ziehen, oder? Soweit ich weiß. Was macht er denn, ja? Er bricht sich einfach erstmal ein Rohr an der Wand ab. Das machen aber beide. Was sind das für Sacke hier? Oh, nicht kassieren. No. Nein, das ist nicht alles okay. Hat er das jetzt gesagt? Ja. Lässige Sache. Ja, das gesagt mit dem Rohr. Noch nicht, aber ich nähere mich der Sache. Harley Quinn wollte mich aufhalten. Sie hat versucht, mich unter einem Fahrstuhl zu begraben. Hat's geklappt? Nein. Ich melde mich wieder, wenn ich die Spur zu Ende verfolgt habe. Die Frage, hat's geklappt? Die war cool. So von als auf den Tod sehen will. Hat's geklappt? Na, hat's geklappt? Du hast uns gerade Dinge vergessen. Ja. Wir geben Erfahrungspunkte. Ja. Krass. Ja, man natürlich erstmal ein Skelett. Auch oh, scannen. Ah, hier sind auch wieder die. Nee, nicht scannen. Hier sind wieder die. Oh, ja, gut, okay. 42% Alkohol. Krasser Typ, der muss aber so sein. Du kannst hinten aufmachen, ne? Das da unten. Das Gitter. Links. Geradeaus. Ja, ja. Ja, so. Ja, das habe ich schon gesehen. Ich wollte nochmal hier gucken. Hier die verschlossene Tür. Dass wir hier nichts vergessen. Die ist auch verschlossen. Gehen wir doch mal hier durch. Ja, sieht man ja Kraft. Ja, die hat er. Und so hin. Und dieser Gang wieder führen wird. Bitte. Wird interessant. Sie müssen das. Das ist richtig, ich muss es nicht. Ich will es. Okay. Okay, der Boss sagt, keiner kommt hier durch. Wenn sich was bewegt, schießt. Jeder, der hier langkommt, ist tot, verstanden? Mach ich mal kurz den Detective Mode an. Ah, die haben Waffen, okay. Ja. Ich glaube, Arkham City sind ja orange gekennzeichnet, die mit Waffen. Ja. Oracle, Jokers Männer haben die Kontrolle über den Transferkorridor des Zellenblocks übernommen. Das ist nicht gut. Ich habe mich in das Funkgerät eines Wärters eingeklinkt. Hört sich an, als hätten Jokers Männer jetzt Waffen. Ich weiß. Ich stelle den Maskensichtmodus so ein, dass er bewaffnete Gefolgsleute erkennt. Hm, okay, jetzt haben wir auch einen Weg ist Selbstmord. Ich muss schlau sein und einen anderen Weg vorbeifinden. Ich glaube, er wird uns gerade schon angezeigt, aber hey, wow. Ich glaube, den finden wir nicht, ne? Was denn? Ja, es wurde ja halt schon da angezeigt, die ganze Zeit RB drücken. Ja. Fledermaus wird nicht hier lang. Ist doch egal, er steckt seine dämliche Fratze hier rein und wir pusten sie weg. Ja, er ist schon so gut wie tot. Ich glaube auch. Ah, da, fallen, das geht jetzt. Ja. Die Frage ist nur, sollte ich das tun? Ja. Aber ich sollte die jetzt nicht angreifen, ne? Ich weiß nicht, direkt im Nahkampf kann man die direkt umboxen, ohne dass die schießen können. Aber das sind 4 Stück, ich glaube, das sollten wir jetzt noch nicht. Das sind 3? Machen. Ja, da sind 3 und hier hinten lauert noch einer. Sicher? Uns wurden doch gerade 4 angezeigt. Ja, das eine war der Typ, der gestorben ist hinten. Lass dich einfach mal fallen erstmal. Darunter musst du ja sowieso. Jetzt guck einfach nach hinten. Okay, da ja, oben da, ist. Ach so, der wurde uns noch angezeigt. Okay, dann geh einfach mal hin. Und da kannst du bestimmt lautes ausschalten. Okay, probieren wir es einfach mal. Also für mich ist das nicht lautlos. Lautlos war das jetzt aber echt nicht. Das müsste der Neben eigentlich hören. Ja, der locker. Und das Schlagen hört man natürlich als Nebenmann auch nicht. Okay. Den würde ich erst mit der Batclaw geben. Nein, wir haben keine Batclaw. Ach, Batarang. Auch nicht. Mit den Batclaws kann man in Arkham City die Waffen raus, also wegziehen von denen. Ja, ich weiß. Oder man kann die Gegner Abgründe runterziehen, das ist amüsant.
Upgrade. Yeah, level up. Panzer Upgrade Volume 1 verbessert, das haben wir schon. Hier haben wir das zweite. Was haben wir denn hier? Battering Craft. Craft. Erhöht die Effizienz des Standard-Batterings und verlängert die Zeitspanne, die das Ziel kampfunfähig bleibt. Cool. Zwillings-Batterang, auch cool. Ferngesteuerter Batterang. Oh, der ist cool. Aber das sind echt nette Gimmicks hier. So geile ja, Fähigkeiten. Ja, die gibt's eben halt nicht in jedem Spiel. Aber was sind denn Gimmicks? Ich kenne das Wort Gimmicks nicht. So, ja. Nette Features, sagt man auch dazu. So, nette Sachen. Gadgets! Ja, das hier sind jetzt Gadgets, genau. Also ich finde es schwer für den ferngesteuerten. Kombo. Also hier hätten wir, hier könnten wir was, wenn wir eine Achterkombo hätten, hätten wir so einen Spezialwurf. Ja, das, Welchen würdest du jetzt nehmen, den ferngesteuerten Batwing? Würde ich vorschlagen, damit kann man echt crazy shit machen. Aber, wirklich gefragt ist ja noch nicht. Noch nicht, ich weiß. Aber wenn wir hinterher dann keinen frei haben. Ja, okay. Und den dann brauchen. Ja, komm, wir upgraden das erstmal. Ich glaube, wenn man den direkt in die Kehle wirft, sterben die auch direkt. Ja? Ja. Ferngesteuerter Batwing. Get Red wählen, RT zielen, LT plus RT werfen und lenken. Alles klar. Du musst erst den Batwing auswählen. Ja, das hat er ja extra gesagt. Einfach los, dann, oder? Mhm. Ah, okay. So, und dann. Wow! Alles klar, okay, das sah jetzt nicht so schön aus. Ach, war spektakulär, du wolltest den Boden zerstören. Die Jungs sind gerade fertig. Die Arkham-Idioten hatten nie eine Chance. Gut! Unser freundlicher Schädling ist auf dem Weg! Du musst eine Falle aufstellen. Ihr darf das Gebäude nicht verlassen! Verstehst du mich? Ja, Boss. Die Fledermaus ist so gut wie tot. Ich hoffe, du hältst deine Versprechen, Junge. Ich würde sehr ungern deine Familie bestrafen, nur um dir eine Lektion zu erteilen. Ich kann dir versprechen, sie wären nicht sehr erfreut. Aber Joker! Mach's einfach und hab Spaß dabei. Ich hab ihn jedenfalls. Der, sieh nur, wer das ist, ne? Brennen deine spitzen Ohren jetzt? Ja, sicher. Ich glaube, ich sollte lieber meine Jungs warnen, dass du unterwegs bist. Oder vielleicht doch nicht. Ist doch eine nette Überraschung. Assi. Das heißt, er würde auch seine Männer opfern, irgendwie so ein bisschen. Um Spaß zu haben. Ja, also der ist schon echt crazy drauf. Und hier geht es weiter. Er ist nicht crazy drauf, der ist vollkommen irre. Ich wollte es nett ausdrücken. Ach, nett, 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 immer nett. Und der hat eine Waffe. Jetzt ehrlich, das müsst ihr doch hören, wenn wir das jetzt aufkicken. Das hört er. Und einer Kuh ist tricky. Batman ist so gut wie tot. Die Frage ist, dreht er sich jetzt dann nochmal weg? Hier geht er hoch. Und der da oben geht weiter? Geh mal links rum erstmal. Nein, nein, ich hätte... Na, hochschwingen! Oder? Direkt über dir ist auch einer, links. Ich würde erst hier unten. Da unten ist auch noch einer, aber der ist... einfacher. Das war jetzt aber nicht lautlos. Hat uns trotzdem keiner gesehen. Schaukelt. Oh Gott, ich hab jemanden gefunden, hier drüben! Er weiß, dass du da oben bist. Uh-uh. Ach nee, er hat den Kumpel gefunden. Komm schon, wach auf! Verdammt, er ist ohnmächtig! Oh nein! Kennt jemand einen Weg hier raus? Wir müssen ihn finden oder wir sind... So, jetzt warte ich, bis sie sich endlich wieder aufteilen. Und dann nehme ich den nächsten.
Ich könnte natürlich jetzt einfach so wie Leroy einfach da rein jumpen und ein bisschen Schaden abbekommen. Aber irgendwie kann das sein, dass wir wenig Leben haben. Ja, wie sollten wir? Irgendwie wird unsere Lebensanzeige nicht mehr angezeigt. Ich habe keine Angst vor dir, Batman. Tja, wie wir die auseinandernehmen werden, das seht ihr dann in der nächsten Folge. Bis dahin. Tschüss. Haut rein.